Ersetzt alle umherwandernden Feinde mit mächtigeren Gegnern. Mhm. Ja dann. Ist doch easy, oder? Da hat er Alcanis als Slayer dabei. Aber ich sag's mal so, also selbst wenn jetzt da auch von CD Projekt nichts mehr Großartiges kommen würde in Zukunft, wenn ich mir so gucke, was, und wir haben ja vorhin drüber gequatscht, was allein dieses Jahr noch rauskommt an Spiel, wo ich mich noch richtig drauf freue. Es ist jetzt nicht so, als hätte man nichts zu spielen. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Also das letzte Far Cry habe ich mir auch noch gekauft, weil mich einfach das Szenario interessiert hat, mit diesen in Amerika mal spielend und diesen Sektenführer. Den fand ich auch im Trailer sehr charismatisch und habe auch das große Add-on dazu gespielt, was danach passiert ist. Klar, immer die gleiche Formel, aber das hat Spaß gemacht irgendwie. Aber das Neue habe ich auch nicht angerührt. Nur das Neue nicht, oder das Neuere nicht dann irgendwie in derselben Landschaft macht. Nee, das Neue ist doch dieses Jahr rausgekommen. Das spielt doch dann in, ich glaube, Südamerika irgendwo. Man muss wieder was befreien. Ich habe davon auch noch kein einziges Spiel gespielt. Moment, sind das jetzt nur? Ach, das sind nur so? Oh Gott, das sind nur solche? Hey. Und ich töte ihn nicht mehr mit einem Pfeil, ich brauche zwei. Ja, das kann ja Eiter werden. Mhm, du sagst es. Aber das Far Cry gucke ich mir trotzdem an, aber da warte ich, bis ich es mal irgendwo günstig schieße, weil Festpreis, Vollpreis, ist es mir nicht wert. Ja, vor allem, weil Vollpreis mittlerweile auch oft bedeutet 80 Euro, ne? Ja. Mitunter. Mitunter. Und das ist dann nicht mal zwingend die All-Inclusive Happy Hour Version, sondern da kannst du meistens nochmal so 30 Euro drauflegen oder 50. Ja, oder das so. Stimmt. Was ist denn? Ich krieg den nicht klein hier, den Kollegen. Ja, ich auch nicht. Hallo! Was ich mir auf jeden Fall noch anschaue, weil das habe ich mir damals geleistet, war das Assassin's Creed Valhalla. Da habe ich die ganzen DLCs noch nicht durch. Die werde ich mir auf jeden Fall noch vornehmen. Da habe ich mir auch gedacht, ob ich die mal stream einfach. Weil das wird auch ein längeres Projekt. Na, Heiltrank. Mein Gott, müssen wir jetzt wirklich da. Oh Gott. Kann man die nicht? Ja, irgendwie? Das ist schon krass vom Preis her. Vor allem ist es halt immer das gleiche. Es ist exakt immer die gleiche Formel, immer die gleiche Story eigentlich. Ich fand's ja witzig, als ich die Rezension zu Cult of the Lamb gelesen hatte und die Leute halt beschwert haben, ja, aber das ist ja schon ein bisschen teuer, 22 oder 23 Euro für 15 Stunden. Wo ich gedacht habe, sag mal, habt ihr sie nicht alle? Also ich habe schon Spiele gespielt, die waren teurer und haben halt irgendwie nur 10 Stunden oder so gehabt. Ja, und dann geben sie halt 80 Euro für ein Far Cry aus. Ja, genau. Was halt immer das gleiche ist. Aber wie lange ist denn so ein Far Cry? Bist du wahrscheinlich auch dann, sagen wir mal, in 40 oder 50 oh, Stunden? Da bist du ein bisschen beschäftigt. Das ist Beschäftigungstherapie. Ja, was ich damit sagen will ist, du kommst ja auch nicht auf deine 1 Euro pro Stunde Dings, sondern zahlst ja auch im Verhältnis mehr dann. Das ist richtig. Oh, da oben ist ja was. Ja, aber da kommen wir nicht hoch. Lass mal einen Profi ran da. Wie kommt man da hoch? Warte mal, der Profi muss erstmal auf die. Oh! Oh Gott! Der Profi hängt an der. Oh Gott, der Profi! Der Profi! Der Profi traut sich nicht, ich bleib unten. Hab das dritte das letzte gespielt. Vierte angeschaut und lass mal gesagt. Ja, kann ich verstehen. Ja, der vierte war ja im Prinzip zu 100% der Abklatsch zum dritten. Sorry, kommt von, aber kommt da von oben ran? Warte mal, Moment, jetzt will ich es aber doch nochmal wissen. Wenn da oben halt Dings ist, dann muss man doch da oben drüber hüpfen können, oder? Also den vierten, den habe ich auch irgendwann mal ganz billig geschossen, das war der letzte Scheiß, ey. Mein Gott, da kommt mir total easy hin. Jetzt geht doch mal kaputt. Ja, schmeiß doch den Zwerg. Den Zwerg sollten wir nicht verärgern, der Zwerg ist irgendwie der beste Mann in der Gruppe.
Auch wenn er nur ein halber ist. Ja, halbe Kraft voraus, ne? Was ist denn? Ach Gott, Killer. Mein Gott, ey. Das ist down. Ist das. Mit diesen Special-Ratten da zu kämpfen, das ist ja hier, wenn du die beiden Glitchkos gegeneinander antreten lassen würdest. Der Kampf dauert einfach eine ganze Weile. 12 Runden. Wofür Glitchkos eigentlich nicht bekannt war. Ja, gut, aber wenn du Glitchko gegen Glitchko kämpfen lässt, die kennen sich doch in- und auswendig, oder? Ja, aber warum sollen die gegeneinander kämpfen? Was ist denn ein Showkampf? Die kämpfen gerade an ganz andere Fronten. Ja, gut, das war ein blödes Beispiel, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Keine Ahnung. Kannst ja kein. Wie ist denn damals der eine, der Henry Maske war der Deutsche, und wie ist der andere, der die ganze Zeit in den Medien darum geballert ist? Axel Schulz. Axel Schulz, ja, genau. Wenn wir die beiden. Aber das sind ja keine, also das sind ja keine Brüder oder so, die. Nee, aber das sind andere Gewichtsklassen. Weil wir hatten Axel das schwer davon. Axel Schulz war Heavyweight und Henry Maske war doch nur Mittelgewicht. Echt? Okay. Also schon allein davon hat Axel Schulz schon gewonnen. Axel Schulz hat einfach viel mehr Muskelmasse. Mega überbewertet damals. So quasi der Ralf Schumacher von den Schumachers. Ja, das war halt, wie es halt immer so ist von den Medien her. Da hat er halt so einen Kampf gegen George Foreman. Und die, den ihn ausgesucht haben, also das Management von George Foreman, haben ja gewusst, dass der Axel Schulz nichts kann. Ach so. Aber die deutschen Medien haben ihn halt so hoch gepusht, ja, sagten, ja. Oh, er könnte den 40-jährigen oder 45-jährigen George Foreman schlagen, als uns dann Champion, ja, absolut zu gut. Die haben schon gewusst, warum sie den Axel Schulz nehmen. Weil das war ja, der hat sich ja nicht die Rangliste hochgekämpft, sondern hat sich ja George Foreman ausgesucht. Ah, Killer Alley! Die Champions müssen doch auch eine gewisse Pflicht Kämpfe im Jahr machen. Und da können sich die Gegner aussuchen. Mhm. Quasi Freundschaftsspiel. Nur halt mit Kleinkindern als Gegner dann. Ja, da kommen nur Elite-Ratten. Das ist so die kleine Challenge, die wir gerade haben. Ja, vor allem, wieso war denn nicht eigentlich noch da hinten rum und. Oh Gott, ich seid schon wieder. Ich guck mal, dass ich den Anschluss zur Gruppe wieder herstelle. Oh, was ist denn da alles? Ja, Ratten. Wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, Ratten. Ja. Weiß ich nicht, ist auf jeden Fall das mit dem Axel Schulz, das habe ich damals irgendwie nie so ganz gecheckt, warum der da so gehypt wurde. Wahrscheinlich war ich da aber auch insgesamt noch ein bisschen zu jung und mich hat es wahrscheinlich auch nicht so krass interessiert damals. Ja, gehypt wurde er, weil es halt Henry Maske zu der Zeit gab und der hat halt alles abgeräumt gehabt, ja. Oder war halt dieser Champion. Und da haben sie sich gedacht, hey, dann muss ja jeder Boxer geil sein. Aus Deutschland, ne? Ja, Medien halt, weißt du, wie es ist. Wir müssen doch jetzt eigentlich da unten weiter. Ja, wir müssen weiter, dachte ich jetzt, ja. Aber vielleicht will uns Arsenis da wieder irgendwie ein Grimoire so zeigen? Achso, das kann ich sagen. Ich weiß nicht, ich renne mir jetzt mal näher. Ja. Ach Gott, aha. Ich hänge hier gerade. Tatsächlich, ein Grimoire und ein Beutewürfel. Dankeschön. Boah, der sieht. Ey! What? Warum sind die hier immer bei mir gegner? Aber der Loot war doch schon weg. Wieso kommst du denn jetzt erst? Ja, ich wollte mir nur mal gucken, wer da liegt, anschauen und dreh mich um, aber man kommt mir einen Arsch voll Ratten wieder an. Ja, das ist ja irgendwie immer dasselbe, ne? Sobald ein Sportler in irgendeiner Sportart halt sehr erfolgreich ist, werden halt alle anderen deutschen Sportler danach halt auch noch so ein bisschen versucht aufzubauen medial. Ja, siehe Martin halt. Schmitz, Sven Hannawald und was dann halt danach alles so kam, ne? Zum Beispiel auch diese Skispringer dann. Naja, aber Martin Schmidt und Hannawald, die waren schon erfolgreich. Ja, so genau, aber alles, was halt danach kam, halt dann nicht mehr so sehr. Ja, gut, ja. Aber das ist häufig so. Dass es immer so eine Generationsgeschichte ist. Oh Gott. Weil ich das bei den Skispringern immer schon interessant fand, dass die halt einfach teilweise so ganz krasse unterschiedliche Performances haben von einem Jahr zum anderen oder teilweise auch von einem Springen zum anderen.
da ist es ja wirklich nicht so, dass es da halt irgendwie so eine grundsätzliche Hackordnung gibt, wo man halt sagen kann, zum Beispiel, was weiß ich, in der Formel 1, und Lewis Hamilton ist halt immer vorne dabei, sondern bei den Skispringern ist es ja wirklich so, keine Ahnung, der ist halt ein Jahr mal richtig top und dann plötzlich schafft er es nicht mal in die Top 30 oder so. Ja, hat halt viel mit Material, Gewicht des Sportlers und vor allen Dingen der aktuellen Situation zu tun. Das kann ja auch sein. Also häufig ist ja aber da so, merkt man es halt auch viel stärker, ne? Also dass die halt einfach auch so krass von dieser Tagesform oder von der grundsätzlichen aktuellen Verfassung halt abhängig sind. Das finde ich halt bei anderen Sportarten viel weniger ausgeprägt. Ja, das kommt darauf an. Es fällt halt immer bei Einzelsportarten auf. Bei Mannschaftssportarten kann man es halt auch mal übertünchen, wenn ein, zwei Spieler nicht so performen. Einzeln sieht man es halt sofort. Mhm. Ja, aber auch trotzdem, wenn du jetzt mal bei dem Boxervergleich bleibst, ich meine, weißt du, wenn jetzt irgendjemand halt ein richtig guter Boxer ist, der bleibt halt auch im Regelfall sehr lange ein sehr guter Boxer und verliert halt ganz selten dann mal so seine Kämpfe, ne? Wir haben mal ein großes Ratten. Also sag mal, was ist denn hier kaputt mit dir? Jetzt geh mal kaputt. Der lebt ja immer noch. Ich kämpfe hier gerade mit einer Ratte hier permanent. Und wir kämpfen hier mit dem Sturm Unhold. Ja, ich häng gerade fest. Oh Gott. So, hier meine Ulti reingeballert. Heute Würfel. Das ist Kleinkram. Darfst keine leichten Angriffe machen? Oh Leute! Ach Gott, man kann ja auch noch andere Angriffe machen. Nein! Hör auf jetzt! Reinlassen, wer ist denn da gestorben? Ein Bot. Der Bot. Der Bot wieder, er schafft wieder nichts. Die Frage kann ich beantworten, Baron, weil wir diese Grimoire dabei haben. Die Grimoire die reduzieren deine maximalen Hitpoints. Und dementsprechend hatte Alex jetzt wahrscheinlich auch gerade noch. Was hat er denn gerade noch? Ja, 40% Lebensenergie. 40%, genau. Warte mal, liegt da noch was? Hier, der Floriant. Ich habe jetzt auch gerade einen eingesammelt. So, wollen wir den Bot noch schnell freilassen? Ist der hier irgendwo? Der müsste hier irgendwo rumliegen. Der ist aber. Und die Florianten und das Zeug ist halt wichtig für die Kisten, die man dann nach der Mission kriegt. Desto wertvoller werden die Kisteninhalte, was ich jetzt nicht so bestätigen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja gut, das wahrscheinlich müssen wir langsam aber auch mal das nächste höhere Schwierigkeitsgrad spielen. Was? Weil ich glaube tatsächlich, dass wir da jetzt schon. Dass wir halt schon ziemlich am Cap von den Dings angekommen sind. Da will einer mit uns würfeln. Und ausgewürfelt. Heiltrank. Ja. Nix wird da geballert. Oh, jetzt wäre ich da fast runtergesprungen. Uiuiuiui. Wir können ja beim nächsten Mal todesmutig, wie wir sind, mal den nächsten höheren Schwierigkeitsgrad mal ausprobieren. Bist du dir das so? Okay, können wir gerne machen. Ja, ich meine, es hilft ja nichts, wenn wir hier einfach auch vom Equip her gar nicht so weiterkommen. Ne? Ich finde das ganz angenehm. Mach mal. Ja, komm runter. Als ob du den jetzt weggeschlagen hast. Achso. Brauch ich nicht. Ja, runterschubsen. Oh Gott. Ja, nicht gleich den Kopf verlieren. Ganz ruhig bleiben. Och, je. Kickt die gerade schon so ein bisschen zurück, dass die halt nicht so viel machen.
Ich steche halt einfach mal mit dem anderen Angriff da einfach mal ab und zu mal rein. Mit dem Bogen zwei Schuss. Ey, was soll das? Was soll das heißen? Ja, die sind auch stärker. Also mal schaffe ich diese Elite-Einheiten mit einem Schuss eigentlich weg. Aber jetzt brauche ich da zwei Schüsse. Bin ich schon auf nächsten Schwierigkeitsgrad gerade? Weiß ich nicht. Hatte Arzenis da vor uns nicht was gesagt, von wegen, dass die jetzt schon auf dem nächsten sind? Was soll das heißen? Ich habe von denen auch schon welche kaputt gemacht. Hat's nur gesehen. Richtig, einfach zu schnell für dein Auge. Da guck, zack, kaputt. Und die da hinten sind auch gleich gefallen. Da geht eine Treppe hoch, warte mal, dann will ich noch mal wissen, was da oben ist. Oh! Ja, natürlich. Habe ich mir fast schon denken können, was da oben ist. Huch! Ich will da nicht hoch, die gefallen mir nicht. Also ich hack da mit meiner Einhand auf jeden Fall auch schon ziemlich lang drauf mit dem Schwert. Nimm deinen zweiten Angriff. Lad den auf quasi, halt die Maustaste gedrückt und mach dann die Angriffe. Die brechen durch. So mache ich die jetzt auch besser weg. Wenn man sie trifft. Ja, aber dann kann ich ja nicht blocken in der Zeit. Du sollst nicht blocken, du sollst sie töten. Ja, aber ich will ja auch nicht so viel Schaden nehmen wie du. Irgendwann muss er noch leben am Ende. Einmal durchgerastet. Oh Gott. Komm her. Jetzt bleib doch mal da, Mensch. Ja. Vielleicht habe ich gelesen, dass man den zweiten Angriff nutzen sollte, um dich besser wegzumachen. Deswegen klappt es jetzt ein bisschen besser. Ein Becher? Ein Becher. Aschebecher! Oh, da kommt er. Eine Heilung. Ah! Aschebecher hat mich. Eine Meterheilung, mit die ich nur kriegen kann. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, doch da lang. Können wir das zurück, oder? Also, Was ist das für ein komisches dahin, wo man noch nicht war? Gluckergeräusch. Da ist ein Gold. Bleibst du da? Gold Goblin. Hab ihn. Verbandszeug alle nur dabei. Oh Gott! Da kommt so eine Patrouille! Eine Patrouille! Oh. Aua! Okay, 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 du hast gewonnen. Würde mal interessieren, ob mein Schild zurückhauen auch Schaden macht? Oder ob das einfach nur... Ihr müsst auch von diesen Yield-Share-Trades weg. Ach so! Das ist wahrscheinlich dann die Talente dann, oder? Nehme ich jetzt mal an. Was soll ich da weg? Wahrscheinlich, wenn ich einen Heiltrank schlürfe, dass du halt davon was bekommst. Oder halt der niedrigste, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausschaut. Ja, ich muss sowieso nochmal gucken wegen der Talente. Ich habe das jetzt vorhin einfach nur relativ schnell mal überflogen und halt irgendwo reingeklickt. Genau, das mit den temporären Hitpoints habe ich schon gesehen. Ah, okay. Aber das Ding ist halt bei temporären Hitpoints immer, keine Ahnung, das ist auch immer so schnell wieder weg. Na, hier ist doch auch wieder so ein Endboss, oder? Kann das sein? Ja, hier war irgendwie wieder so eine Arena mit, ich glaube, einem, der wieder durch die ganze Arena gecharged ist dann. Ach komm. Als ob ich nichts treffe. Achso, wenn du mal Pfeile findest, ne? Ich hätte ein Anliegen. Mhm. Ich muss mich, glaube ich, sowieso mal einlesen, wie man hier das Spiel eigentlich am vernünftigsten spielt. Tack, 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 tack. Hallo, ihr kleinen Rattis, euch kriege ich weg.
Da kommt der kleine Slayer durch und macht alles weg, was er findet. Aber wie ist denn das, Athernis? Die höheren Schwierigkeitsgrade, ist es dann so wie bei anderen Spielen dieser Art, wie zum Beispiel Payday, dass es schon eigentlich besser ist, wenn du halt nicht mit Bots unterwegs bist? Ich nehme es mal stark an, oder? Alter, was ist mit dem Mönch los? Ich glaube, es ist grundsätzlich immer besser, ohne Bots unterwegs zu sein. Ich denke, jedes Mal davon ist Heiltränke, aber dafür da ist es nur diese komischen grünen Lichter. Bots mit Level 35 hier. Ach so, ja, stimmt, die kann man ja auch noch selber mehr oder weniger ausrüsten. Ne? Zack, die da hinten sind down. Oh, da sind noch mehr. Da unten irgendwas? Ein Gegner. Nee, nee, dich will ich nicht. Ach komm, komm her. Oh Gott. Was? Wie viele Schläge brauchst du? Nein! Hör auf! Lass das! Hör auf! Es wird peinlich! Was denn noch? Was hast du dir? Ich wollte nur. Aha, ich hab's gewusst, ich hab's doch geoffen. Da bin nur so ein bisschen Mohren gespielt hier vorne und mal so viel von den. Kann man noch mal raus? Ach ja. Wir kriegen Besuch. Ja, die sind weg. Ey, Killerratte! Hab sie. Also ich sag mal so. Wenn man nach dem Run mit den verschiedenen, also mit dem Legionärsratten-Typ nicht klarkommt, hat man was falsch gemacht. Mal genug Übung hat man hier auf jeden Fall. Ich setze jetzt aber meine Messlatte ganz schön hoch. Hallo, wieso kann ich. Ach, ich kann nur eins markieren, okay. Oh, da ist ganz viel Heilung und so. Bogen. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ich heile mich mal. Ja, da ist die Arena, genau. Hm. Arena! Ist okay, wenn ich hier oben einfach stehen bleib? Na klar. Hm. Arena! Wohl eher nicht. Dann soll als Scharfschütze einfach hier runterschießen, ne? Ein Scharfschütze? Ein Scharfschütze. Na? Komm schon! Brennt! Kann ja gar nichts. Gerade beim ersten Angriff gut Schaden gekriegt. Das war auch nur Rekrut, ne? Ach, das war nur Rekrut? Ja, ja. Achso, ich wollte schon sagen, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen, aber dann relativ jetzt die Sache. Ja. Dann kam die Realität. Okay, das heißt, wir kriegen auch nur wieder hunderte Kisten, ne? Wahrscheinlich. Doch komm. Ist mir jetzt eigentlich lang? Ach doch, da lang, okay. Aber Thomas ist eine starke Elite. Naja gut, dann sind wir ja auch nur bei Veteran-Eliten, oder? Ja, aber es waren halt primär nur die. Also ich fand die jetzt nicht so ultra leicht. Wenn die in Rudeln aufschlagen. Ja, das ist. Also, da muss ich sagen, wenn du halt einen Einhand und Schild hast, der Unterschied ist halt schon gravierend, was du halt an weniger Schaden nimmst. Um nicht zu sagen, nimmst du halt dann fast gar keinen Schaden mehr.
Tippen. Oh, ich hab sogar eine Macke in die Tür gemacht. Super. Geil, oder? Ja, das glaube ich nicht. Gut, es sieht schon sehr heruntergekommen aus. Nimmt ihr eigentlich Fallschaden? Fallschaden ist das für Weicheier. Hallo? Achso. Na, war doch easy. Oli! Mit dem Ult nicht. Schade. Ich will ohne Ende Loot, sag ich euch. Naja, aber die Dinger geben ganz gute Erfahrung auf jeden Fall, diese Missionen, ne? Das schon. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht weiter wild, wenn wir jetzt hunderte Sachen kriegen. Die können wir alle einschmelzen, können halt daraus dann wieder stärkere Waffen craften. Ja. Ist ja auch wieder okay. Dass wir halt dann so blaue und Elite-Gegenstände haben. Das Material brauchen wir ja auch. So, das könnte mal eine richtig gute Kiste werden, also vom Aussehen her. Naja, oder auch nicht. Hallo? Weiter? Es zieht sich da so hin. Hat aber gekämpft, du. Ja. Oh, da hast du gerade noch so den Schräger überquert. Schatulle ist im Radius. Getötet.